Start zum 9. Rennen. Daloano und Michael Schmidt gründen die großartige Saison des Stalles November mit dem Sieg in Europas wertvollstem zweijährigen Rennen, dem Buchmacher Springer Gold Cup. Unangefochten zog die Diamond Way-Tochter in Front ihres Weges und ließ Hans Bosshöwe in der Rekordzeit von 1:15:09 keine Chance. Holiday, Sally Cat und Connett belegten die weiteren dotierten Ränge, während Sempre Roma und Miss Bertha ihre Möglichkeiten durch Galoppaden vergaben. Cornet und Sempre Roma vom Ziel ab noch eine Runde, es geht durch den Hesslerbogen. Daloano weiterhin vorn, dahinter Miss Bertha, Hans Bosshöwe an der Außenseite rückt weiter auf, vierter ist Holiday. Dahinter Sally Cat und Connett mit Abstand, Sempre Roma und Mr. Wayne weit zurück, Dudley noch 1000 Meter bis zum Ziel. Die erste Zwischenzeit 1:15:01 und Daloano weiterhin vorn. Daloano an der Spitze, vor Miss Bertha, an der Außenseite Hans Bosshöwe, dahinter Holiday und fünfter Sally Cat, sechster Connett, Fehler von Miss Bertha. Daloano in Führung, dahinter jetzt Hans Bosshöwe allein an zweiter Stelle. Acht rot, die acht. Und die Pferde nähern sich dem Schlussbogen mit Daloano an der Spitze vor Hans Bosshöwe, Holiday, Sally Cat und Connett etwas zurück, Sempre Roma. Es geht in den maritimen Schlussbogen, Daloano, drei, vier Längen vor Hans Bosshöwe. Dahinter Holiday und Sally Cat noch 500 Meter, 1:16:0 die zweite Zwischenzeit. Daloano vor Hans Bosshöwe, dahinter Sally Cat und Holiday vor Connett. Aber Daloano weiterhin vorn. Daloano an der Spitze, die Pferde erreichen nun die Endgerade. Daloano ist vorn, dahinter Hans Bosshöwe. Eins rot, eins. Daloano an der Spitze legt zu. Daloano ist vorn. Daloano in Führung, dahinter Hans Bosshöwe, Holiday, Sally Cat, Connett. Aber vorne geht ganz überlegen. Daloano, Daloano vorn, dahinter Hans Bosshöwe. Und Daloano gewinnt den Buchmacherspringer Gold Cup 92. Dahinter an zweiter Stelle Hans Bosshöwe vor Holiday, Sally Cat und Connett.